Smashville, klassischer Starterville. Mega Man Chic. Oh Herr. Direkt geht es los. Leaf Shield for Protection and Grabs. Sehr gut. Aber Chic kommt überall rein, wo man reinkommen kann. Even Steven, seht ihr das, meine Boys? Und Girls? Grenade, Edge Guards, geil. Skitty geht da für den, ist da für den Legless Vanish Landing gegangen, aber hat knapp die Höhe verfehlt anscheinend. Oh, Chic Edge Traps. Grausam. Unerbittlich. Hätte jetzt auch. Der Grab. Das gleicht die Prozente schon deutlich mehr aus, denn Mega Man ist echt schwer. Und Chic hat absolut Killprobleme mit schweren Charakteren. Mega Man hat aber auf jeden Fall ein paar Moves, die ganz solides Knockback haben und mit Rage mit Sicherheit. Gruselig. Aber jetzt wieder Mega Man auf Stage. Keine Box. Oh, der Leaf Shield wieder. Und der Up Smash. Killt natürlich. Es geht hier auf der Suche nach dem Kill. Du willst wirklich nicht viel Damage fressen. Sondern den Stock beenden. Im nächsten weiterspielen. Aber Leaf Shield Protection. Leaf Shield wie eine kugelsichere Weste für Mega Man. Hält alle möglichen Angriffe ab. Aber da kommen die Abwehrs. Guter Damage. Plattform Shenanigans. Das war gefährlich. Skitty. Hungrig. DNL. Ach, keine Faxen mehr hier. Wie für den Spike. Schuriken! Ja, auf Stage mit einer Menge Damage, aber Chic mit großen Schwierigkeiten, solche Kills zu finden. Der Air-Dodge-Read mit dem Vanish. Sexy. Absolut sexy. CLG Void take sich das erste Game. Spaß. Skitty. Wie geht's weiter? Habt ihr schon Bands? Leider nicht gut für dich zu hören. Oha. King DDD auf dem Counterpick. Naja, aber DNLs Counter. Der DDD ist auf jeden Fall kein. Kein Witz, ist nicht schlecht. Auf jeden Fall noch schwerer als Mega Man auch. Da kommen die Jabs direkt. Ziemlich solide Range auf den Jabs. Und so ein bisschen disjointed auch. Aber da kommt das Big Body Life. Und Chic holt sich den Damage hier über Kombos natürlich. Kombos juggelt und Pressure. 87%. Uiuiui. Natürlich die jetzt auch doch bald in Killprozenten. Aber Chic, wenn das so weitergeht auch. Uiuiui. Eieiei.
und reflektiert die Gordos mit der Fair und die Nils. Schlau. Da ist er für den Jump gegangen. Traded mit dem Gordo. Der ey, hungrig für den Stock, geht für die Dashtag. Weitere Gordos. Eieiei. Macht auch viel Schaden. Aber dieser da. Und Vanish. Schon der zweite Stock, der an Vanish geht. Und direkt wieder 20% aus Fair 37. Das war spät. Ja, die kann wirklich große Schwierigkeiten haben zu landen gegen schnelle Charaktere mit guter Frame-Liner, die Sheik. Und seiner furchtbaren Air-Mobility und seinen lagging Moves. Oha, die NL geht für alles. Aber das ist nicht genug. Die Eagles connecten leider nicht in den Bouncing Fish. Das hätte es sein können schon. Vanish mit noch einem. Nein, oh, aber der Gordo sniped ihn aus der Pressure. Killt ihn einmal über den ganzen, die ganze Stage. Schöne Reflection von der. Reicht das, aber selbst auf 140% killt die haben ja nicht, aber das ist das Game und das Set. Und es geht weiter mit Repus und es geht